Willkommen, liebe Berlinerinnen und Berliner, zur heutigen Präsentation der Leitlinien für Beteiligung für Bürgerinnen und Bürger an Projekten für die räumliche Stadtentwicklung. Und sagen Sie mit mir willkommen der Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lomscher. Ja, also ich bin sehr froh, dass wir hier doch so viele geworden sind. Es gäbe ja tatsächlich auch vielleicht noch bessere Plätzchen bei diesem Wetter. Und wir versprechen auch, dass wir das hier kurz und kompakt halten, damit wir uns dann an die frische Luft begeben können. Ja, also versprochen. Ich will auch nur ganz kurz etwas sagen, warum haben wir das eigentlich gemacht? Und das Ergebnis werden Sie ja dann sehen. Also als dieser Senat auf der Grundlage des Koalitionsvertrags von Rot-Rot-Grün Dezember 2016 ins Amt gekommen ist, da hatte er sozusagen so einen roten Faden. Das ist auch eine gemeinsame Linie, die weiterhin die Koalition trägt, nämlich partizipative Elemente bei der Entwicklung und der Umsetzung von Regierungshandeln auszubauen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen technisch. Das klingt dann noch technischer, wenn ich aus den Richtlinien der Regierungspolitik zitiere, was ich hier mal mache, deshalb habe ich mir diesen Zettel hier mitgenommen. Zitat, der Senat will die Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung als Prinzip der politischen Willensbildung fördern und die Stadtgesellschaft an der Entwicklung Berlins beteiligen. Es werden Leitlinien der Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung sowie eine Engagementstrategie des Senats aufgestellt und neue Formen und Formate der Kommunikation des Senats mit der Gesellschaft in Berlin entwickelt. Zitat Ende. Und wir haben jetzt hier irgendwie den Anfang gemacht für Projekte der räumlichen Stadtentwicklung und wir haben auch in diesem Erarbeitungsprozess darüber diskutiert, dass wenn man für räumliche Stadtentwicklung Bürgerbeteiligungsprozesse professionalisieren will, dass man dann auch nicht über alles reden kann, sondern man muss schon bei räumlichen Planungen und Projekten bleiben. Natürlich haben die einen sozialen oder einen wirtschaftlichen oder einen kulturellen Impetus, aber es geht um diese Besonderheit räumlicher Prozesse. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig gewesen, dass wir dann auch so ein gemeinsames Verständnis davon entwickelt haben. Also wer ist wir? Das wird ja nachher nochmal deutlicher werden. Wir haben auf der Grundlage dieser Richtlinie der Regierungspolitik im April 2017 einen Senatsbeschluss gefasst, mit dem dann der Auftrag sozusagen an mich ergangen ist, jetzt hier mal loszulegen. Dann erinnern sich vielleicht die einen oder anderen noch daran, dass es ein Stadtforum gab mit dem schönen Wort Beteiligen, Ausrufezeichen. Das war im Juni 2017. Wir sind jetzt reichlich 2 Jahre später und wir können sagen, diese 2 Jahre waren also durchaus herausfordernd für alle Beteiligten, aber wir können auch mit dem Ergebnis tatsächlich sehr zufrieden sein. Und warum haben wir so ein gutes Ergebnis? Weil sich in diesem Zeitraum von diesen 2 Jahren ein Arbeitsgremium, und ich habe hier tatsächlich mich gewundert, als ich es gelesen habe, aber vermutlich hat es jemand ausgerechnet, über 2000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet hat, über 2000 Stunden, um diese Leitlinien zu erarbeiten. Dazu waren ausschließlich der heutigen Festsitzung, ja, 18 Gremiensitzungen erforderlich, es hat 3 öffentliche Werkstätten gegeben, es hat auch Zielgruppenveranstaltungen gegeben, um so möglichst viele einzubeziehen und möglichst viele Perspektiven in diesen Prozess einzubeziehen. Und wenn wir uns das Ergebnis, was wir hier gleich präsentieren werden, angucken, 9 Grundsätze, 5 Instrumente, also es wird jetzt nicht überkomplex, das ist auch kein Teufelszeug oder Hexenwerk, das ist alles dazu da, um künftig eine geordnetere, bessere Informationspolitik zu haben, mehr Transparenz im Handeln der Akteure zu erzeugen, auch mehr Verständnis für die jeweils unterschiedlichen Sichten auf bestimmte Dinge und wichtig, das war, glaube ich, den Beteiligten besonders wichtig, auch mehr Verbindlichkeit für die Ergebnisse der Beteiligung zu erzielen. Was kommt dann und was haben wir unterwegs schon gelernt? Also wir haben in diesem Prozess natürlich gelernt, dass es sowas wie einen Kulturwandel bei allen Beteiligten auslösen wird, also muss als erstes, aber eben auch wird, wenn man diesen Prozess wirklich ernst nehmen will.
Und letztlich machen wir das alles, um die Demokratie zu stärken. Das sollten wir uns immer wieder klar machen, dass es eben kein Automatismus ist, dass irgendwie die da oben irgendwas entscheiden und die da unten eben nicht mitreden können. Sondern wir wollen schon, dass Stadt und Gesellschaft miteinander im Gespräch bleiben und gemeinsam zu guten Entscheidungen für die Zukunft kommen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir diese Leitlinien dann in praktische Prozesse übersetzen, dass wir Vorsorge getroffen haben im Haushaltsplan, Entwurf des Senats erstmal, aber ich bin mir sicher, dass wir auch einen Parlamentsbeschluss bekommen, um eben diese Leitlinien dann auch anzuwenden. Und bevor wir sie anwenden können, müssen wir sie operationalisieren, wieder so ein technisches Wort. Ne? Wir müssen also allen denen, die damit dann arbeiten werden, auch nahebringen und sie überzeugen, dass es ihre Arbeit erlebnisreicher macht, nicht anstrengender und nicht langwieriger, sondern dass wir damit auch tatsächlich zu besseren Ergebnissen kommen. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, lassen Sie sich mal ein bisschen überraschen, was da jetzt rausgekommen ist. Bewerten Sie selbst, was da rausgekommen ist. Und ich würde mal sagen, diese Vorstellung ist wichtig. Es ist auch wichtig zu zeigen, wie denn Anregungen, die vielfältig waren, in diese Leitlinien eingeflossen sind. Es ist extrem wichtig, den Beteiligten zu danken. Das machen wir aber ganz am Schluss. Und ganz zum Schluss feiern wir dann auch das Ergebnis. In diesem Sinne einen schönen Abend. Danke, Frau Senatorin.